Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr es im Titel vielleicht schon gesehen habt, gibt es heute mal wieder ein Haul-Video, ein Unboxing, Unpacking-Video. Ich habe nämlich bei EMP bestellt. Es ist ein Riesenpaket, auch wenn eigentlich gar nicht so viel drin ist. Ich habe nämlich Klamotten bestellt. Und ich habe, warum erzähle ich euch das? Ich zeige es euch einfach, würde ich sagen. Ich habe nämlich etwas gesehen und dachte mir, das sieht doch schön aus. Das kaufe ich mir und ich habe es mir gleich in zwei Varianten geholt, weil ich nicht wusste, wie es an mir aussieht. Ich habe das Paket schon mal aufgeschnitten vorhin und habe die ganzen Tüten quasi um die Klamotten abgemacht. Ich habe sie nochmal fürs Thumbnail-Schießen zugeklebt mit Tesa. Klug wie ich bin. Heute ausnahmsweise mal. So. The struggle is real. So. Hier sieht man schon so ein bisschen was. Wer EMP kennt, weiß, dass da sehr viel Schwarzes drin ist. Geht doch auf! So, und ich würde sagen, ich halte euch immer mal einen Artikel in die Kamera, erzähle euch ein bisschen was dazu und dann zeige ich euch auch natürlich, wie er angezogen aussieht. Und wie immer schreibe ich euch dazu in die Infobox, welche Größe ich bestellt habe. Und wie groß ich bin, damit ihr halt wisst, ob ihr es dann in größer oder kleiner braucht. Ich sag auch gleich dazu, ich habe mir die Sachen alle nicht eine Nummer kleiner, aber in der kleineren meiner Größe bestellt, weil ich aktuell mit meiner Schwester eine Challenge am Laufen habe. Und dementsprechend schon seit 3 Wochen quasi auf Diät bin und es hat sich auch schon ein bisschen was getan. Ja, und deshalb dachte ich mir, bestell jetzt die Klamotten in meiner kleineren Größe. Dann sitzen sie jetzt vielleicht im Video noch ein bisschen eng, aber die Tendenz ist ja hoffentlich, dass das Gewicht nach unten geht und die Babykilos endlich mal adios sagen. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal den ersten Artikel, den ich euch gar nicht so genau zeigen kann. Also es ist ein langes Kleid mit, was erkennt man erst auf den zweiten Blick? Stitch drauf. Also ich habe nur erst diese Blumen gesehen und dachte, oh, das ist auch ein schönes Motiv. Aber da steht ein Tisch. Schmerz. Puh. Ja, und dachte dann, ja, dass das vielleicht ein ganz schönes Kleid sein könnte. Es ist auch so ein Baumwollstoff, würde ich jetzt sagen. Also sehr stretchy. Das heißt, wenn es jetzt gleich ein bisschen eng sitzt, ist das gar nicht schlimm, weil es nachgibt. Wie schön kann bitte ein Kleid sein? Dieses Kleid hier so. Ja, ich liebe es jetzt schon. Es ist einfach wunderschön. Also es ist ja wirklich ein super leichter Stoff. Und es lässt sich auch super schön tragen. Und es, ich weiß nicht, das sieht man jetzt wahrscheinlich auf der Kamera nicht, aber es flattert auch super schön. Und ich finde, ganz ehrlich, dafür, dass es nur so ein Stoffkleid ist, kann man es auch wirklich, dadurch, dass es so lang ist, für eine Festlichkeit anziehen. Jetzt vielleicht nicht gerade für eine Hochzeit oder so. Aber ich gehe zum Beispiel nächstes Wochenende auf eine Taufe und überlege gerade tatsächlich, ob ich das Kleid zur Taufe anziehe, weil es einfach super bequem ist und ich es jetzt schon liebe. Ich kann es nicht anders sagen, ich liebe es. Passend zu dem Kleid habe ich mir auch noch das gleiche als Crop Top, also es ist ein Crop Top, auf dem Foto sah es ein bisschen länger aus, gekauft. Es hat hier auch noch so Ärmelchen, also das da ist, glaube ich, dann für hier und das für über die Schulter, würde ich jetzt behaupten. Aber es sieht arg kurz aus. Das werde ich gleich auf jeden Fall mal anprobieren und dann wissen wir, ob es zurückgeht, weil ich definitiv nicht bauchfrei rumlaufe.
Auch wenn ich jetzt sehr, sehr schlank wäre, hätte ich da, glaube ich, keine Lust zu. Aber sei mal dahingestellt. Wir wählen das gleiche Motiv wie zuvor. Ich probiere das jetzt schnell an und dann schauen wir mal weiter. Wie zu erwarten ist das Oberteil im gleichen Stoff sehr, sehr kurz. Zwar nicht bauchfrei kurz, aber doch für mich zu kurz, würde ich sagen. Also ich finde das hier mit den Ärmeln richtig cool, vor allem weil man die halt auch so schön runterziehen kann. Das ist ein schönes, ja, Accessoire mit den zusätzlichen Trägern und dieser schulterfreien Partie. Aber ich finde, hier müsste es auf jeden Fall noch so ein Ticken länger sein, weil das staucht mich. Ich meine, ich habe sowieso schon ein bisschen Hüfte und Bauch sowieso. Und ja, wenn dann das Oberteil so kurz ist, ich finde, das staucht mich, kleinen Mensch, dann irgendwie noch mehr. Also ja, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen dem Kleid und dem Oberteil, dann gewinnt ganz klar das Kleid. Und ich muss sagen, das Oberteil riecht nach Zigarettenrauch. Ja, ich meine, ich habe eine Waschmaschine, das wird mich gar nicht stören. Und ich werfe normalerweise auch alles in die Waschmaschine, bevor ich es einmal anziehe. Aber das finde ich halt schon ein bisschen eklig. Also das war definitiv vorher mal in einem Raucherhaushalt und wurde zurückgeschickt. Mit den beiden nächsten Artikeln switchen wir mal das Fandom. Das wäre nämlich hier auch ein, ich sag mal, Basic-Shirt mit, wer kennt's, mit dem Dachs von Hufflepuff. Aber die T-Shirts, die sind halt auch immer so eng. Egal, wir werden es probieren. Ich bin ja im Haus Hufflepuff. Der Harry Potter Hogwarts Haustest hat zu mir gesagt, ich bin eine Hufflepuff, also glaube ich dem sprechenden Hut natürlich auch. Und dementsprechend zieht hier auch immer alles Mögliche von Hufflepuff ein. Aber ich finde, bei dem T-Shirt hier fällt es gar nicht so sehr auf, dass es wirklich ein Fandom-Shirt ist, wenn jetzt nicht gerade Hufflepuff draufstehen würde. Und genau das liebe ich ja an Fandom-Klamotten, dass sie super schön sind, zum einen. Und dass sie Fandoms abdecken zum anderen. Aber das Coolste, was dir eigentlich passieren kann, ist, wenn Fandoms so verarbeitet sind in dem T-Shirt, dass man es nicht weiß und dass man das T-Shirt trotzdem schön findet. Wisst ihr, was mir gerade erst aufgefallen ist, was ich eben nicht gesehen habe? Das Hufflepuff-T-Shirt hat auch noch einen Fussel und einen Dachs auf der Schulter. Wie cool ist das bitte? Und der Dachs sieht auch noch richtig schön aus. Noch ein Accessoire, das mir richtig, richtig gut gefällt. Aber das T-Shirt gefällt mir auch sehr gut. Wie gesagt, es ist eine Nummer kleiner, als ich normal trage oder die ich nur trage, wenn es größer ausfällt. Aber ich finde dafür, dass es eine Nummer kleiner ist als sonst, sieht es gar nicht so presswurstig aus. Aber es gefällt mir. Das wird definitiv hier bleiben. Ich muss das immer ein bisschen glatt ziehen, weil die Brust immer den Dachs einzieht. Aber nee, gefällt mir richtig gut. Ich finde dieses Motiv halt auch einfach richtig schön. Lieben wir, das darf bleiben. Und genauso wie bei dem Hufflepuff-T-Shirt geht es mir auch bei dem anderen T-Shirt, das ich aus diesem Fandom bestellt habe. Für den Laien sind da vielleicht Dios de la Muerte Köpfe drauf, aber Honeydukes. Und Harry Potter-Fans wissen, was das bedeutet. Ja, aber ich muss gerade sagen, das habe ich eben beim Verpacken, beim Auspacken schon gesehen oder gerochen. Ich rieche ja seit Corona gefühlt nichts mehr oder nicht mehr viel. Es kommt jetzt so langsam nach und nach wieder zurück. Aber das T-Shirt riecht extremst, extremst nach Chemie. Obwohl es ein ganz normales Baumwoll-T-Shirt ist, aber dieser Aufdruck, der riecht extrem nach Chemie. Und ich will nicht wissen, wie das dann für jemanden ist, der 100% Geruchssinn hat. Ich werde es auf jeden Fall jetzt mal anprobieren. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Artikel. Das T-Shirt ist die gleiche Größe wie das Hufflepuff-T-Shirt, aber ich finde, es fällt viel, viel enger aus. Also irgendwie
habe ich so das Gefühl, es schneidet hier ein, unter den Armen. Und keine Ahnung, es sieht vielleicht auf den ersten Blick nicht so aus, als wäre es enger, aber es fühlt sich einfach so an und ich fühle mich nicht wohl drin. Und vor allem, es riecht halt extrem nach Chemie, keine Ahnung. Normalerweise, wie gesagt, rieche ich ja aktuell nichts, aber ich rieche den Rauch und ich rieche diese Chemie und keine Ahnung, irgendwie finde ich das ein bisschen eklig. Den Rauch also noch schlimmer als das hier. Ich habe nichts gegen Raucher, ne? Also nicht falsch verstehen, aber ich finde halt, Kleider, die man neu kauft, die sollten halt nach nichts riechen, außer nach Kleidern im Bestfall. Ich hatte auch mal welche bekommen, die haben nach Schweiß gerochen. Also das war dann over the top. Aber ich glaube, dieses T-Shirt, unabhängig vom Geruch, wird zurückgehen. Irgendwie fühle ich mich da nicht wohl drin und meh. Last but not least habe ich hier noch ein kleines Päckchen. Und der schlaue Beobachter und Fan wird sich wohl denken können, was da drin ist, wenn es eine viereckige Schachtel ist, die raus in Luftfolie verpackt ist. Ich habe mir einen Funko Pop gekauft. With Purpose steht hier. In honor and celebration of World Wish Day 2021 and as part of our Pops with Purpose program, Funko has donated $150,000 to Make a Wish, an organization that creates life-changing wishes for children with critical illness. Das ist cool, das wusste ich nicht, als ich es bestellt habe. Also es gibt anscheinend diese Pops with Purpose Aktion, steht da unten drauf, Make a Wish. Und Funko geht dann hin und spendet die Erlöse oder Teilerlöse, I don't know. Ich denke, sie haben mehr als $150,000 an den Pops verdient. Zum guten Zweck spenden dies. Und hier haben sie es an Make-A-Wish gespendet, also anscheinend der Erlös von diesem Pop. Und diese Organisation arbeitet oder erfüllt Wünsche für Kinder, die unheilbar krank sind. Finde ich richtig cool. Habe ich echt beim Bestellen nicht gesehen. Ich habe ihn eigentlich nur gekauft, oberflächlich wie ich bin, weil er mir gefallen hat. Und jetzt zeige ich euch auch mal, von welchem ich spreche. Es ist nämlich ein BB-8. Ich habe ja tatsächlich noch gar keinen BB-8 Funko. Wundert mich sowieso, weil ich ein absoluter BB-8 Fan bin. Ich habe aber einen gehäkelten BB-8 von meiner Freundin Petra geschenkt bekommen. Eventuell hat er auch schon einmal seinen Kopf verloren, weil ich einen Hund zu Besuch hatte, der den furchtbar lecker fand. Und da musste mir die Petra einen neuen Kopf machen. Ja, long story short, ich habe jetzt einen BB-8. Und ich liebe ihn jetzt schon. Ich glaube, ich lasse ihn auch in der Packung, weil ich das mit diesem Make-A-Wish richtig, richtig cool finde. Und weil ich Angst habe, dass wieder ein Hund kommt und mir den Kopf frisst. Nein, war Spaß. So, so viel von meinem Shopping-Haul, würde ich jetzt mal sagen. Es waren jetzt nicht so viele Artikel und den einen oder anderen werde ich vielleicht auch zurückschicken. Aber es waren auch Artikel dabei, die mir sehr gut gefallen haben und die auch hier bleiben dürfen. Vor allem dieser Kollege hier. Bei Funkus ist das Schöne, die kaufst du, genau wie Bücher, und sie machen dich glücklich. Funkus müssen nicht passen, Funkus müssen nicht schön an dir aussehen, Funkus machen dich nicht dick, Funkus machen dich nicht schlank. Ja, so ist das. Ihr Lieben, das war es dann soweit von mir. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß beim Drehen. Und ich hoffe natürlich auch, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!